Hallo und herzlich willkommen zurück bei Deus Ex Human Revolution. Mal wieder mit meiner Reizenassistentin Hime, die sich jetzt in meiner Sweatshirtjacke bequem gemacht hat. Weil sie den ganzen Tag, Maus zu schnell, weil sie schon seit ungefähr 2 Stunden mich konstant anmaunt und nervt. Sie will jetzt doch irgendwie mit mir schmusen. Dann machen wir das doch. Okay. Synthetisches Denken, die Menschen, das. Ich dachte, das hätten wir schon gesehen, aber okay. Wir sind jetzt wieder in Montreal. Wir steigen gerade bei einem ganz großen Unternehmen ein. Mal sehen. Oh, der hat ihn nicht mal gesperrt. Hier. Die Lage ist kritisch. Wir werden alle evakuieren. Mehr weiß ich auch nicht. Das Gebäude wird in Kürze abgeriegelt. Machen Sie sich bereit. Oh, nichts wie raus. Wir haben nicht viel Zeit. Nichts wie raus hier. Ich weiß nicht, was los ist, aber Sie evakuieren das Gebäude. Oh. Jetzt benutzen wir heute die zugewiesenen Parkplätze. Das ist die letzte Warnung. Beim nächsten Mal lasse ich Falschparker abschleppen. Detroit Post. Okay, die haben hier wirklich alles stehen und liegen gelassen. So sieht es aber auch aus. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Das schaffen nicht ganz so viele. Anmeldedaten. Ups. Wir erledigen alles. Trotzdem vielen Dank. Ihr wollt mein Passwort? Bitte sehr. Login PK and Stacks. Ich kann mit meiner Abteilung beim Einrichten helfen. Ich habe in der Abendschule einen Computerkurs belegt. Ha, das sind mir die Liebsten. Ich meine, ich arbeite ja auch im IT-Support. Das ist so eine Art Running Gag. So die Person, die ihren Abendkurs über Computer, Excel, Word und Excel-Eingaben an der Abendschule belegt hat. Und dann meint, sie kann Netzwerke einrichten. Aber okay. Immerhin, Interesse für das Thema ist da. Muss man den Leuten schon mal zumindest lassen. So, bis jetzt passiert nicht viel, außer dass ich durch die Gegend laufe und plünder. Jensen, something's not right. PIKIS is a 24-hour global news network. Why isn't anyone answering their phones? I'll get back to you on that. Check the emergency activation logs, Pritchard. I've got a sealed fire door here, and I suspect it's not supposed to be. All the building's fire doors are locked down, but you should have a clear path to room 404. Tja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Da wird uns noch was ganz, ganz Großes erwarten, schätze ich. Die Leute haben wirklich alles hier einfach liegen lassen. Kaffee ist umgekippt und wenigstens bietet er mir nicht an, jeden Computer einzeln zu hacken. PIKIS. Jetzt fängt es nämlich erst an, so diese richtige Deus Ex-Stimmung anzunehmen. Vorher, muss ich zugeben, war das alles eher so ein bisschen Richtung, ja, ist irgendwie doof, aber es ging eher so um Firmenspionage, also was die Richtung. Wirtschaftsspionage, Spionage. Und jetzt hat es eh schon langsam aber sicher so dieses typische Deus Exige Verschwörungsding mit dabei. Okay, da komme ich hier. Dann schauen wir doch mal runter. Kurz speichern. Ich weiß, das reißt einem immer so ein bisschen aus dem Spiel raus, aber hey. Better safe than sorry. Oder wie war das? Jesus saves. Everyone else makes backups. Ich muss noch diesen Zielstabilisator mal anpassen. Die Frage ist, wo bin ich jetzt rausgekommen? Ich habe nämlich die Befürchtung, dass ich hier schon war. Nee, war ich wohl noch nicht. War da nicht vorher schon mal so ein Büro? Ja, sehen hier alle gleich aus. Vielleicht finde ich hier irgendwas Interessantes. Entdeckungswahrscheinlichkeit 45%. Na,
Na, wird es noch was? Ach, Mist. Nein, es wird nichts mehr. Looks like everyone left in a hurry, Pritchard. The place is deserted. Because somebody triggered a fire alarm and then silenced it. I suggest you find Miss Cassan quickly and get out of there. Sam und Seguin. Hey Jenny, MDM möchte, dass Eliza einen Blazer aus ihrem neuen Herbstkollektion trägt. Haben Sie zufällig ihre Maße? Ich würde sie erschätzen, ich habe noch nie Natura gesehen. Kein Problem, wenn sie sie nicht kennen, dann frage ich Sanjeev. Das ist besonders wichtig. Nochmal klischeehaft sagen, danke für gute Zusammenarbeit. Ich bin stolz, in dem Team zu arbeiten. Und ich kann heute nicht vorlesen. Merkt man vielleicht? 10 Credits. Okay. Ja, hier ist nichts. Hier ist nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Warum Sie nichts sehen, sehen Sie gleich. Ja, ich erkunde hier erstmal alles. Vielleicht finde ich ja noch Munition oder so. Ich meine, vom Standardgewehr habe ich fast keine mehr. Ah, der ist unverschlüsselt. Hey, Doug, ich melde mich nochmal wegen unserer Diskussion hinsichtlich eines Panchai-Berichts, der damit verbundenen Risiken. Ich denke wirklich, dass wir eine Titelstory über die Anlage machen sollten. Zwei unserer neuen Websites, Covenant Playground und Psycon 11, wurden von Kategorien für Web 3.0 Awards. Originelles Gamer Forum, bestes Webcomic, beste Webisode. Was sie sich für Mühe machen, das ganze Zeug dazu zu erfinden, möglichst viel Fluff und das möglichst natürlich wirken zu lassen. Dass du E-Mails drinnen hast, die nichts sagen, die einfach eigentlich dem Spiel nichts bringen und einfach drinnen sind. Oh. Hello, Adam. Zal tell you I was coming, Miss Cassan. Please, call me Eliza. Zal Yunru did not tell me. She does not know you have discovered this connection. So how did you find out? I have been watching you for some time. Ever since receiving orders to temporarily disrupt satellites over the Detroit metropolitan area 6 months ago. The night Megan's team was taken. You jammed their GPL so everyone would think they were dead. Yes. Although I only came to that conclusion later. I find my realization disturbing. I wish we could discuss this further, but it seems I have alerted them to your presence. If you leave now, you may be able to escape. Oh, I'm leaving. But you're coming with me. Oh. I am sorry, Adam. I truly am. Jensen, get out of there now! Tell me you saw that, Pritchard. Later! Right now, I'm detecting multiple radio signals converging on your location. It's a trap! We knew that. And I'm not leaving without Eliza Cassan. So find her while I look for a way to get downstairs. Ooh. Jetzt kann's haarig werden. Hier war ich anfangs irgendwo mal. Noch irgendwas Interessantes. Wie auch immer das Experiment in Kühlschrank 5 verantwortlich ist, ihr wisst schon, das Experiment, bei dem ein Roastbeef in ein empfindungsfähiges Wesen verwandelt wird, das nun den Imperativ von Hirn und Töten kennt. Könnte sich der Schöpfer dieser Abscheulichkeit bitte ein halbautomatisches Gewehr besorgen und selbige abknallen? Ernsthaft, machen Sie gefälligst den Kühlschrank sauber, das ist widerlich. Ach, herrlich. Tja. Ist jetzt noch alles ruhig? Für eine Falle ein bisschen zu ruhig. Aber hey, wozu haben wir denn Lüftungskästen? Lüftungsschächte. Ach, das ist der andere. Wir müssen aber nach unten? Fragezeichen. Habt ihr eigentlich eine Ahnung, wie warm so eine Katze werden kann, wenn die an einem, bei einem am Bauch einschläft? Oh,
Was haben sie gesagt? This guy's good? Yeah, he is. Zum Glück können die da nie reingucken. Alles Fehler, Fehler, Neustart, Neustart. Ah, mag ich. Autsch, autsch. Ich will so eine MP-Granate. Lass das mal. Ist nicht so cool. Hab ich noch andere Granaten? Jo, ich hab noch Gasgranaten. Oh, ne, den wollte ich jetzt nicht. Das habt ihr jetzt davon. Da brauche ich aber nicht mehr durchgehen, hey. Das wird so nix. You know nothing, Jon Snow. You know nothing. Okay, alarmiert sind sie, aber... Davon abgesehen wurde im Moment nichts. Jetzt waren sie kurz feindselig, ich weiß zwar nicht warum. Hm. Everything's a go. Did you hear footsteps? Ooh, shiny. Everything's a go. Brauche ich jetzt nicht mehr so? Das sind die Typen. Und da ist einer da. Was du brauchst, ist ein... Nicht Suppression Fire, sondern was du brauchst hauptsächlich ist Beerdigung. Oh. Und weg ist er. Ein Scheiß hast du. Gut, das war jetzt nicht hübsch. Das hat funktioniert. Ah, mal wieder Standardgewehrmunition. Das kann ich sehr gut brauchen. Hier nachladen. Schrotpatronen. Hier waren ja lauter noch Sachen, die ich nicht mitgenommen habe. Shame on me. Shame on me. Aber jetzt habe ich ja, wie es ausschaut, Zeit, alles mitzunehmen. Und das erklärt mir auch, wo ich vorher rausgeguckt habe. Ah, ne, da habe ich gar nicht rausgeguckt. Oh, cool, der hat sogar mal einen Wurm dabei. Noch mehr plündern. Plündern und Brandschatzen. Obwohl, ich weiß nicht, ob es dann zum Brandschatz kommen wird, aber... Das Hauptsächliche, was mich jetzt ein bisschen wurmt, ist, ich würde gerne wissen, wo ich vorher eigentlich rausgekommen bin, damit ich da hin kann und die Gegner, die ich da erledigt habe, nochmal looten kann. So viele Schubladen hier. So viele Schubladen. Mach doch einfach mal ein paar weniger Schubladen. Das ist doch hier... Oh. Einigung der Welt. Was ist die Pikers-Gruppe? Ich glaube, das haben wir schon mal auch irgendwo rumliegen gehabt. Aber überall ist ein Credits drin. Haben die zu viel Geld, die Jungs?
Credit Chips, noch mehr Credit Chips. Noch mehr Schubladen. Wenigstens zeigen sie einem an, ob die Schubladen schon geplündert wurden oder nicht, wenn sie offen sind. Elektroschockpfeile brauche ich nicht. Was ist das hier? PDA. Ah, cool. Neue Passwörter. Okay. Werde ich wahrscheinlich auch nie brauchen. Weil ich habe immer das Gefühl, mindestens die Hälfte aller Passwörter, die ich im Spiel gefunden habe, habe ich für nie irgendwas gebraucht. Wahrscheinlich, weil ich immer vorher schon die Sachen gehackt hatte. Aber hier wird man wenigstens richtig reich. Das finde ich gut. Geld kann ich nachher brauchen, eventuell Praxispunkte aufleveln. So, wo zur Hölle bin ich jetzt vorher rausgekommen? Das muss doch irgendwo hier gewesen sein. Ich habe mich mal gegenüber Drake auf unserem Channel etwas säuerlich geäußert, dass er konstant am Looten ist von irgendwas in Fallout 4. Jetzt mache ich es hier auch nicht besser. Okay. Wo waren jetzt die Typen vorher, die ich abgeknallt habe? Ich will noch den Loot. Dead Bodies Everywhere, das schaut gut aus. Oh ja, oh ja. EMP-Granate, Standardgewehrmunition, alles, was das Herz begehrt. Okay, jetzt erstmal speichern. Gut, und dann muss ich runter. Ich glaube doch nicht ernsthaft, dass die paar Hanseln mich jetzt hier irgendwie hätten aufhalten können auf Dauer. Das ist gerade mal ein bisschen über ein Magazin. Hier ist immer, und ich wiederhole, immer irgendwas. Ich schmeiß mal kurz den... Schmeiß ich ihn raus? Die Minenmatrix. Minen funktioniert bei mir eh nicht, weil die KI meistens zu dumm ist, um reinzulaufen. So, kombinieren. Höhere Kadenz, also höhere Feuerrate, brauche ich wo? Ich baue es jetzt mal in die Pistole. Krieg langsam Kopfweh vom ewigen Gehuste. Who's there? Knock knock. It's me. I kill you. Schmeißt einfach mit Gasgranaten nach mir. Dinger nicht. So. Gut. Da muss ich dann wohl hier runter. Aber ich denke, dass wir uns das für die nächste Folge aufheben werden. Jetzt haben wir hier zumindest mal dieses Parkes-Bürogebäude von Gegnern geklärt. Und das Übliche an einem Aufzug wird die Folge beendet. Okay, dann macht's es gut. Bis zum nächsten Mal. Servus.